waren super, ich habe gefreut. Schaut gut aus. Hallo, grüß euch, ich bin die Christa Eppensteiner. Ich bin Moorbach daheim in Wieselburg, die Seminarbäuerin und Biobäuerin jetzt da. Und ihr seht, ich habe schon einige Produkte mit unserem tollen Herbert getrocknet. Ich bin draufgekommen, die Produkte halten sich halt wirklich super, wenn die getrocknet sind. Und den Knoblauch haben wir gehabt. Keiner hat gewusst, was machen wir jetzt mit den fünf Knoblauch. Und so bin ich draufgekommen, mit einer in Herbert trocknen. Gefühle einfach an als Gewürz, weil als Grilltrainerin weiß ich, es gibt nichts Schlimmeres, als man hat einen Knoblauch, der modrig schmeckt. Da nutzt das ganze gute Fleisch nichts, wenn die Gewürze nicht passen. Und so habe ich mir gedacht, der Knoblauch kommt in meine Gewürzmischungen, also einfach pur oder mit Kräutern gemischt oder ein Gewürzsalz mache ich auch draus. Jetzt erst ein bisschen die Blüten vom Schnittlauch. Das nehme ich auch ganz dekorativ für das Salz, wenn ich jetzt ein Kräutersalz mache, dass man ein bisschen Farbe bringt, nicht nur grün und weiß, sondern dass man ein paar Blüten auch noch dazu rein tun. Dann möchte ich später auch Kornblumen, nachdem wir ja Bio sind und ein Biofeld haben, wachsen da auch Kornblumen drinnen und die werde ich dann im Sommer, wenn es so weit ist, auch noch dazu geben. Und das Tolle ist ja, dass die Farbe super gehalten ist. Da hat man wirklich das Farbergebnis. So, da sind wir schon. Und jetzt kommen frisch aus dem Garten die ganzen Sachen locker aufgelegt auf die Kistel. Und der Herbert macht die seine. Also ich bin wirklich erfreut, mein Herbert.